Ja, dann herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Vorlesung Wozu Rechtswissenschaft, also insgesamt die vierte. Wir haben uns angeschaut, was ist die gute Regierung, um so ein Gefühl zu bekommen dafür, wie Recht, Gerechtigkeit, gute Regierung und Rechtswissenschaft miteinander zusammenhängen und damit eine erste Ahnung zu bekommen, was in diesem Studiengang uns erwartet. Dann haben wir uns angeschaut, im ersten Durchgang, was wir unter Rechtswissenschaft verstehen. Das haben wir letztes Mal etwas vertieft, insbesondere mit Blick auf die Frage, wozu Rechtswissenschaft, als Frage aufgeworfen, die sowohl institutionell als auch inhaltlich immer mal wieder hochploppt. Und die Frage ist eigentlich, was macht ihr da eigentlich? Brauchen wir das noch oder können wir nicht an der Universität ein bisschen einsparen? Das haben wir uns letztes Mal angeschaut und wir haben auch gesehen, woher diese Ressentiments kommen gegenüber der Jurisprudenz als Wissenschaft. Die Details werden wir uns auch noch genauer anschauen, ob und inwieweit und was genau die Jurisprudenz eigentlich zu einer Wissenschaft macht. Hier geht es jetzt aber vor allem um die Frage, die wir letztes Mal aufgeworfen haben. Wenn eine Kritik an der Rechtswissenschaft existiert, wo kommt die eigentlich her? Und wir haben gesehen, die hängt eng damit zusammen, dass es ein besonders enges Verständnis von Rechtswissenschaft gibt, nämlich ein sehr textfixiertes Herangehen an das Recht. Textbasiert heißt, wir wissen alles, was wir über das Recht wissen, aus Büchern. Ja? Nicht aus der Lebensanschauung primär, sondern aus Büchern. Wir lesen darüber, was Recht ist. Recht ist ein Konstrukt, ein geistiges Konstrukt, das nur Wirkung in der Praxis hat. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass durchaus diese beiden Wege, Theorie und Praxis, zwei ganz verschiedene Richtungen einschlagen können. Wenn nämlich in der Theorie tatsächlich sehr intensiv nur die Rechtswissenschaft als reine Buchwissenschaft betrieben wird und in der Praxis die Frage der Rechtswissenschaft eben einen eigenen Weg geht. Das war das enge Verständnis und wir wollen heute uns demgegenüber eine alternative Geschichte anschauen. Aber ich will noch mal anknüpfen an das Ende der letzten Veranstaltung. Als es um dieses enge Verständnis von Rechtswissenschaft ging und wir hatten gesehen, aus der wissenschaftlichen Perspektive, was wird da vor allem gemacht? Es werden Glossen verfasst, es werden Kommentare verfasst. Und da das letztes Mal so ein bisschen unterging, insbesondere in der Vorlesung, zum Ende hin, weil auch der Akku alle war, hier nochmal ganz kurz zu einem wichtigen Punkt, der dann den Anstoß für die heutige Vorlesung geben kann. Wir haben gesehen, dass dieses Kommentieren bis heute ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rechtswissenschaft ist. Ja, und dass das Arbeiten mit Kommentaren bis heute ein ganz wesentlicher praktischer Teil der Beschäftigung mit Recht ist. Wir schauen uns also an, was Rechtsgelehrte, die in irgendwelchen Kommentaren schreiben, dazu geschrieben haben. Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will und den großen Schatz haben will für den jeweiligen Rechtsbereich, dann legt man sich im Zweifel entweder einen kleinen Handkommentar zu. Das machen Praktiker ganz häufig. Es gibt einen kleinen Handkommentar oder einen etwas größeren Handkommentar zu fast jedem Gesetz. Und zum BGB gibt es eben auch die kleineren und die größeren. Und wir haben gesehen, das ist hier der größere, nämlich 107 Bände, der Staudinger Kommentar, der also eine ganze Regalwand einnimmt. Und das musste schon mittlerweile eine relativ große Regalwand sein. Von hier aus haben wir gesehen, dass das Problem der Rechtswissenschaft in dem Kontext ist, dass einer vom anderen die Dinge übernimmt und abschreibt. Das ist klassisch Tradition, das hat etwas Positives, weil ich eben nicht einfach mir selber ausdenke, wie ich jetzt das Recht kreieren will, sondern ich halte mich an das, was andere schlaue Leute, von denen ich jedenfalls glaube, dass sie schlau sind und darüber sehr intensiv schon nachgedacht haben, eine Fackel, so wie es Ulrich Zasius nennt, eine Fackel einfach immer weitergereicht wird. Und meine eigene Erfahrung des Kommentargeschäfts ist in der Tat so, man traut sich nicht wirklich von dem abzuweichen, was andere vor einem geschrieben haben. Manchmal gelingt das, es gibt auch bessere Kommentare, die tatsächlich für sich einen Anspruch erheben, etwas Neues zu kreieren, einen neuen Zugang zum Rechtsstoff zu finden, aber das ist nicht der Regelfall. Im Regelfall geht es darum,
die Dinge zu übernehmen, die jemand anderes schon vorher gedacht hat, dann fällt man am wenigsten auf in dem Kontext. Und auffallen ist ungünstig, insbesondere dann, wenn man es zu einfach macht, weil man nicht nur das übernimmt, was der andere gedacht hat, sondern es gleichsam auch noch wörtlich übernimmt, was der andere gedacht hat. Ja? Und ich hatte ja das letzte Mal darauf hingewiesen, dass eines der großen Probleme auch der normalen juristischen Ausbildung das Problem, dass man im Grunde von Anfang an verlernt, selber über die Dinge nachzudenken. Man spricht auch von einer Sozialisation im Jurastudium. Ich bekomme das immer oder habe das auch die Jahre immer ganz hübsch auf die Weise mitbekommen, dass am Anfang noch alle immer sehr enthusiastisch sind. Ja, man stellt einen Fall und fragt, wie würden Sie entscheiden? Also im Grunde so, wie es am Montag auch gewesen ist. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bei dem Fall Gott von Schirach. Das Stück, das ja im ARD, in der ARD aufgeführt wurde und die Frage dann eben an den Zuschauer adressiert ist, wie würden Sie entscheiden? Wie würden Sie entscheiden, den Fall, dass jemand begehrt, zu sterben und einen Antrag stellt, dass er ein entsprechendes Medikament bekommt. Es ging um das Problem der Selbsttötung. Ein interessantes Phänomen, ausgerechnet in der aktuellen Situation. Aber hier ist es häufig so, dass man als Laie und mit dem ersten Zugang zu Rechtsfragen recht enthusiastisch sagt, ich habe eine Meinung dazu. Ich habe eine Meinung dazu und man kommt sehr schnell ins Diskutieren. Wenn man dann aber nach dem ersten halben Jahr, nach dem ersten Semester mit denselben Kommilitonen diskutieren will, dann sagen die im Zweifel sehr zurückhaltend, ich weiß auch nicht. Ja? Bei der Frage, wie würden Sie den Fall entscheiden? Weil sie haben in einem halben Jahr mittlerweile gelernt, dass ihr Zugang häufig nicht der richtige ist, jedenfalls aus juristischer Perspektive. Ebenso wie in diesem Stück von Schirach, das Ergebnis waren ja etwas über 70%, die haben gesagt, ja, der soll selbstbestimmt sterben dürfen. Ja, ich glaube, das widerspiegelt ungefähr die Meinung in der Bevölkerung wider, dass also etwas über 2/3 durchaus der Meinung sind, Freiheit im Lebensentwurf bedeutet auch Freiheit, das Ende zu bestimmen und dann idealerweise noch einen Anspruch darauf zu haben, dass ein Arzt assistiert oder dass man ein Medikament bekommt, das das Sterben möglichst erträglich macht und so weiter. Ganz anderes, wenn man aus juristischer Perspektive daran geht. Ja, das ist ein Fall, der vor zwei Jahren, 2018 glaube ich, vom Bundesverwaltungsgericht entschieden wurde. Und da hatte das Bundesverwaltungsgericht noch ganz klar gesagt, nee, darauf gibt es keinen Anspruch. Jedenfalls nicht, wenn man nicht unter so signifikanten Schmerzen leidet, dass aus diesem Gesichtspunkt eines würdevollen Lebens ein Anspruch darauf bestehen könnte, dass der Staat bei der Selbsttötung assistiert. Das heißt, aus juristischer Perspektive sind die Dinge häufig etwas differenzierter zu betrachten als aus einer spontanen Diskussionsperspektive. Und das heißt, wir waren bei dem Prozess der Sozialisation. In dem Moment, wo ich also merke, okay, ich kann mich irren in meiner Meinung über diese Rechtsfrage, die ich zwar habe, aber wenn die Juristen das sagen, dann muss das ja wohl die richtige sein, dass man dann immer mehr merkt, wie die Studenten und Studentinnen zaghafter sind und zurückhaltender sind beim Äußern ihrer Meinung und einer freien Argumentation über diesen Gegenstand. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ja? Aber eben einer, der am Ende dann dazu geführt hat, dass man das selbstständige Denken tatsächlich aufgegeben hat. Man geht nicht mehr kritisch an diese Materie heran, sondern fragt nur noch, wo kann ich lesen, wie man das richtig entscheidet? Gibt es dazu eine BGH-Entscheidung? Was hat das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt? Ja, wie ist da die höchstrichterliche Rechtsprechung? Und was steht in den Kommentaren? Was sagen die Rechtsgelehrten dazu? Und schon, Sie merken es, ist es nicht mehr die eigene Überlegung, die die Argumentation trägt, sondern ich rekurriere auf externe Autoritäten. Auf die Autoritäten, die entsprechende Urteile gefällt haben,
beziehungsweise die Autoritäten, die in entsprechenden Kommentaren oder Lehrbüchern oder Aufsätzen ihre Meinung kundgetan haben. Wir sind stärker, als wir glauben, beeinflusst von der Meinung anderer, die wir als in dieser Sache kompetenter ansehen, die Experten sind in dem Bereich. Wir werden noch sehen und die Frage aufwerfen müssen, ob die Kunst der Rechtsfindung tatsächlich eine ist, die nur wenigen überlassen ist oder die nur wenige beherrschen können, oder ob es nicht eine Aufgabe ist von jedem Einzelnen, zumal in der Demokratie, sich über jede Rechtsfrage auch hinreichend Gedanken machen zu können und gerade das Selbstdenken nicht abzuschalten, sondern tatsächlich das Selbstdenken nicht am Eingang des Audimax abzugeben und zu sagen, so, jetzt hören wir uns mal an, wie ist die Rechtslage und dann lernen wir das auswendig. Ja? Die Vorstellung, dass Jura etwas ist, ähnlich wie das Physikum, wir haben ja den Spruch schon gehabt, ja, ist er auch noch so dumm, reicht es doch noch fürs Physikum, ja, ist er noch dümmer, zum Referendar reicht es immer. Die Vorstellung, dass ich also Dinge auswendig lernen muss im juristischen Studium, die ist noch bis heute relativ weit verbreitet. Ja. Und glauben Sie mir, es ist nicht wirklich viel, was man da auswendig lernen muss. Manchmal die eine oder andere Definition, was ist eine fremde, bewegliche Sache und so weiter. Dass man also bestimmte Definitionen, wie Juristen sie definieren, übernimmt einfach deswegen, weil es eine gute Tradition hat, weil schon viele darüber diskutiert haben. Das ist also die positive Seite des Thasius-Zitats. Wenn ich diese Fackel nicht einfach nur übernehme und weitertrage, sondern gleichsam diese Fackel immer wieder auch selber betrachte und sage, ja, das Feuer ist gut so, ja, dass ich sage, das Feuer ist heiß und es muss nichts getan werden, dass diese Flamme weiter brennt, dann ist ja auch alles in Ordnung. Wenn ich also vom Vorgänger immer sicher übernehmen kann, dass das schon die richtige Lösung des Falles ist, wunderbar. Ja? Wenn wir also bis heute uns immer wieder besinnen auf das, was Moses am Berg Sinai dem Volk Israel präsentiert hat, nämlich die 10 Gebote, dann sagen wir, er hat wohl recht gehabt. Da sind gute und wichtige Regelungen bei. Gute und richtige Regelungen, die bis heute gelten. Die Frage, du sollst nicht Ehe brechen, könnte man aber vielleicht schon mal hinterfragen. Manche tun das. Als Norm und als Praxis. Wie auch immer, diese Art der Sozialisation, des sich beschäftigen mit dem, was andere vor mir schon gedacht haben, führt notwendig dazu, dass ich nicht mehr so frei von der Leber weg, ich will es mal etwas salopp ausdrücken, frei von der Leber weg, mir über diesen Gegenstand Gedanken mache. Und nicht mal dahingehend, dass ich frage, hat derjenige, der ja nun einer von den großen Professoren an der Universität XY ist, ob der sich dazu hinreichend Gedanken gemacht hat oder ob der seinerseits die Sachen nur irgendwie mal spontan auf einem Spaziergang sich ausgedacht hat und dann hingeschrieben hat. Ja. Dieses Problem können Sie als Student und als Studentin nicht lösen. Sie wissen nicht, ob die Autorität, auf die Sie sich berufen, eine zuverlässige Autorität ist. Sie tun es aber, weil Sie gelernt haben, weil ansonsten in Ihrer Klausur steht, abwegig. Ja. Abwegig ist alles das, was Sie nicht belegen können, mit dem Hinweis darauf, dass das andere schon vertreten haben. Da wird es kompliziert. Da hört der Jurist mit dem Denken auf. Das war das Problem. Und wenn diese Art von Juristenausbildung eben stattfindet, dann wundert es nicht, dass etwas relativ häufig vorkommt, was hier als ein großer Skandal auch durchaus bundesweit thematisiert wurde, als tatsächlich in einem neuen Kommentar ein Teil dieses Kommentars komplett von einem anderen Kommentar abgeschrieben war. Komplett abgeschrieben. Und das Witzige dabei ist, der Prof und der Verfasser dieses Kommentars oder dieses Abschnittes in dem neuen Kommentar hat sich dann wie rausgeredet. Der hat gesagt, der Text stammt gar nicht von ihm. Von wem stammt er denn? Von seiner studentischen Hilfskraft. Ja, von der studentischen Hilfskraft. Und was lernt eine studentische Hilfskraft oder ein Student eben früh? Dass es bestimmte Kommentare gibt, die besonders an Autorität gewachsen sind und die man immer wieder zitiert.
Und er hat dann eben das einfach abgeschrieben. Ist auch keine gute Ausrede, wenn man dann sagt, naja, hat mein Mitarbeiter geschrieben, nicht ich. Ja. Ich habe ja nicht plagiert, sondern ich hatte einen Ghostwriter an meinem Lehrstuhl und der hat das offenbar nicht gut gemacht. Wie auch immer, davon gibt es einfach mittlerweile eine lange Latte von Entwicklungen, dass wissenschaftliche Arbeiten plagiiert werden. Nur ganz kurz ein paar Beispiele. Ja, Glanz und Elend des deutschen Dissertationsplagiats. Es gab da ja so bestimmte Leuchttürme in dieser Diskussion. Karl Theodor zu Gutenberg an der Uni Bayreuth promoviert worden. Wir haben ein Problem und man kann es gerade auch einem Politiker sicherlich nicht verübeln, dass er Ghostwriter einbaut. Das hat er so nicht gesagt, aber die Vermutung, dass viele Passagen eben nicht von ihm, sondern von bezahlten studentischen Hilfskräften geschrieben wurden, lag jedenfalls nahe. Ja. Er hat abgeschrieben, welche Konsequenzen muss er daraus ziehen? Der Doktortitel wird aberkannt. Und es ist eben kein Zufall, dass das relativ häufig vorkommt in der Politik, weil Politiker haben für diese Sachen gar nicht die Zeit, alles gründlich genau anzuschauen. Und von der Politik zurück zum Studium, einer der ganz großen Plagiatsjäger, Volker Rieble an der Universität München, hat einen schönen Aufsatz dazu geschrieben und dazu klargestellt, dass schon die Studenten abschreiben. Ja? Studenten schreiben ab und das schon immer. Auch der Verfasser dieser Zeilen hat in seinem Studium das Prinzip strenger Selbstautorschaft nicht stets beachtet. Im Zeitalter der Textprogramme gewinnen Urheberrechtsverletzungen eine neue Qualität. Das Plagiat wird zum Regelfall. Hand auf Herz, aufs Herz. Bei wissenschaftlichen Arbeiten oder bei Seminararbeiten oder bei Hausarbeiten, Präsentationsarbeiten in der Schule. Wer hat Texte übernommen? Na komm, seid ehrlich. Gibt keinen Anschiss hier. Immerhin, also herzlichen Dank, alle, die ehrlich sind. Ja, Hand aufs Herz. Das ist das, was man zunächst mal macht. Weil man hat zwei Probleme als derjenige oder diejenige, die sich das erste Mal mit einem Stoff befasst, der neu für einen ist. Das erste ist, ich kenne das inhaltlich, diesen Bereich häufig, diesen inhaltlich nicht. Und das zweite ist, das, was ich lese, klingt häufig sehr gut. Und dann übernehme ich den Text auch. Und ich hoffe, das merkt dann keiner. Und das ist ein Problem. Wenn man das kultiviert, dass man nicht die Gedanken, die man liest, also die Lesefrüchte, durch den eigenen Verstand aufbereitet, durch den eigenen Geist gehen lässt und dann seinen eigenen Text daraus macht, dann hat man ein Problem. Wenn man einmal damit anfängt, setzt sich das relativ schnell fort. Und deswegen auch gleich hier an dieser Stelle, fangen Sie damit gar nicht an. Sie werden die ersten Hausarbeiten schreiben, die ersten Seminararbeiten irgendwann schreiben und Sie werden merken, okay, es ist einfacher, die Dinge irgendwo paste and copy zusammenzubasteln. Gehen Sie davon aus, diejenigen, die das lesen, merken das. Gehen Sie immer davon aus, das fällt auf. Das fällt vor allem dann auf, ich habe schon mehrere Bachelorarbeiten auch gelesen und Hausarbeiten, das fällt vor allem dadurch auf, dass es Passagen gibt, die klingen ganz anders. Die klingen ganz anders, die klingen komplex und mit allen richtig gesetzten Kommata und tatsächlich auch mit grammatikalisch richtigen Formen. Und dann gibt es wieder Passagen, die klingen ganz anders. Da sind Rechtschreibfehler drin, da sind irgendwelche Holper-Ausdrücke drin und so. Da merkt man, das passt nicht 100% zusammen. Also entweder Sie müssen sich, wenn Sie gut plagieren wollen, an den Stil desjenigen anpassen, den Sie plagieren, oder Sie müssen versuchen, den Text von demjenigen, den Sie übernehmen, in Ihren eigenen Stil zu bringen. Was jetzt die bessere Variante ist, können Sie ja selber probieren. Aber Fakt ist, die Versuchung ist immer da. Und gerade aktuell mit den Möglichkeiten des Internets nimmt das eben nicht ab, sondern eher zu. Und das führt auch dazu, dass diejenigen, die diese Arbeiten korrigieren,
nicht unbedingt das immer merken, weil bei der Masse dessen, was existiert, ist es nicht sicher, dass derjenige, der die Arbeit liest, erstens so viel Zeit hat und zweitens alle Texte zu diesem Bereich kennt. Das ist übrigens so ein Phänomen, das auch in der Causa Gutenberg durchaus deutlich geworden ist. Wenn es Professoren gibt, die pro Jahr, sagen wir so, 20 Doktoren durchbringen, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Leute diese Doktorarbeiten gründlich gelesen haben. Ganz unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Ja? Und dann rutschen solche Arbeiten halt durch. Die Kontrolle von solchen Arbeiten basiert dann auf einer gewissen Plausibilität. Plausibilitätskontrolle. Ich lese, klingt das gut, ist die Gliederung sauber, was hat er an Literatur verwendet und so weiter. Und dann, wenn das alles gut klingt, dann gibt es halt ein Summa oder ein Magna Cum Laude und die Sache ist durch. Ich will jetzt diesen Wissenschaftsbetrieb nicht kleinreden. Ja? Bloß man muss die Pathologien und die Probleme, die diese Art von Wissenschaft mit sich bringen, immer im Blick behalten, weil es kann ja nicht sein, und wir erinnern uns, die Ausgangsfrage bei Kant war, ob das menschliche Geschlecht im Begriffe des Besseren, auf dem Wege des Besseren sei, es wird garantiert nicht zum Besseren, wenn diejenigen, die dann später zu der sogenannten sozialen Elite gehören, die also das Gemeinwesen leiten sollen, regieren sollen, schon in diesem Bereich einfach nur plagieren. Also bei aller Frage, und die Kanzlerin hatte ja in der Causa Gutenberg oder auch in Schaban und jetzt aktuell der Fall Giffey, da wird ja dann auch wieder diskutiert, ach naja, muss sie denn unbedingt Doktor sein, braucht sie doch nichts, ansonsten ist sie doch so toll. Naja, wenn man halt mit zweierlei Maß misst oder wenn man die Argumentation, die bei Gutenberg richtig war, jetzt nicht mehr gelten lässt, da muss man halt sagen, ja, welche Eigenschaften hat sie sonst? Gründliches Arbeiten, ehrliches Arbeiten. Wenn das fehlt, dann kann man sich fragen, ist das eine gute Regierung? Im Zweifel eher nicht. Also das Thema ist dauerhaft virulent. Mittlerweile gibt es tatsächlich, was die Didaktik anlangt, große Bemühungen, also im juristischen Studium, auch darauf hinzuwirken, dass möglichst kein wissenschaftliches Fehlverhalten stattfindet. Hier aus der Zeitschrift für die Didaktik der Rechtswissenschaft, also eine eigene Zeitschrift gibt es dafür mittlerweile. Ein Kollektiv hat darüber offenbar einen großen Aufsatz geschrieben. Nur kurz die Zusammenfassung. Die Technik sauberen wissenschaftlichen Arbeitens bringen Studierende nicht von der Schule mit. Das finde ich übrigens schon ein Skandal. Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass die ursprüngliche Ausbildung, Trivium und Quadrivium, insbesondere also das, was klassischerweise als trivial gilt, das Trivium, sich vor allem mit Sprache beschäftigt. Das heißt, ich muss mich gut ausdrücken können, ich muss eine Diskussion führen können, ich muss argumentieren können. Also das ist das Minimum, was man vom Gymnasium idealerweise mitbringen soll. Insbesondere dann, wenn man in die Geisteswissenschaften geht. Ja, wenn ich in die Naturwissenschaften gehe, dann reicht es vielleicht auch, wenn ich ein Nerd bin und fokussiert bin auf Computerprogrammierung oder auf mathematische Spezialprobleme und so weiter. In den Fällen muss ich nicht mit Worten und Sätzen und so weiter in dem Maße gut umgehen können. Das Genie kann auch außerhalb dieses Bereiches stehen. Nur solche Genies gibt es eben nicht im Bereich der Rechtswissenschaft. Im Bereich der Rechtswissenschaft, des Rechts, der Politik, muss man mit Sprache umgehen können. So, und das heißt, normalerweise ist das das Minimum, was ich eigentlich erwarten würde, was von der Schule mitgebracht wird. Ich kann nicht sagen, von der Schule brauche ich nicht zu erwarten, dass sie nicht wissen, dass man nicht Paste and Copy macht, wenn man eine Präsentation vorbereitet. Ja. Auch das sollte selbstverständlich sein. Dass das im Grunde ein Vortäuschen eigener geistiger Früchte ist. Das ist es nicht. Naja, egal. Es sei vielmehr Aufgabe der Hochschulen, ihre Studierenden die dafür notwendigen Kompetenzen in entsprechenden Lehrveranstaltungen lernen zu lassen. Das Ziel muss sein, dass Studierende die einschlägigen Regeln so verinnerlichen, dass sie in der Lage sind, ihre Arbeiten fachkulturell adäquat und ohne versehentliche Regelverstöße zu verfassen.
Dies setzt ein mehrstufiges Lehrangebot verbunden mit dem Studienfortschritt angemessenen Reaktionsformen auf Regelverstöße voraus. Gleichzeitig müssen die Fachbereiche sich aber auch glaubwürdig repressiv gegen Regelverstöße sowohl von Studierenden als auch von Lehrenden zur Wehr setzen. Ja, auch dazu könnte ich Geschichten erzählen. Das lasse ich jetzt, weil sonst kommen wir zu lang und zu weit ab. Ich glaube, es ist deutlich geworden, worauf es hinauskommt. Denn bevor ich an Universitäten oder Fakultäten großartig Studiengänge einrichte beziehungsweise entsprechende Lehrveranstaltungen probiere, in denen quasi Studierenden beigebracht wird, nicht zu plagieren, ja, also kann man ja mal darüber nachdenken, ob die Grundstruktur einer Wissenschaft, die darauf basiert, dass man geistige Meinungen von Vorläufern übernimmt und immer weiter tradiert und dass das honoriert wird und nicht eigenständiges Denken, ob da nicht ein Grundproblem liegt. Ja? Das Grundproblem, also nur geistige Texte weiterzutragen, das sozusagen zum Kernbestand der juristischen Ausbildung oder Ausbildung zu machen, hat natürlich dann eben immer dieses Risiko, dass das Selbstdenken und damit eben auch das selbstständige Verfassen von wissenschaftlichen Texten auf der Strecke bleibt. Ja? Und deswegen schauen wir uns heute die alternative Perspektive auf die Rechtswissenschaft an, die eben nicht darauf basiert, dass man bestehende Texte einfach nur tradiert, sondern dass man bestehende Texte kritisch bearbeitet, kritisch bespricht. Und in diesem Kontext will ich zunächst ausgehen von einem Professor, zwar nicht der Rechtswissenschaft, aber der Anglistik, nämlich Dietrich Schwanitz. Kennt den jemand? Kennt Dietrich Schwanitz jemand? Nee, hätte mich auch gewundert, erstaunlicherweise. In den 90er Jahren war er ein Star. Warum war er ein Star? Er hat ein tolles Buch geschrieben, nämlich Der Campus. Das Buch Der Campus wurde dann auch verfilmt mit Heiner Lauterbach als Professor. Und Dietrich Schwanitz geht in diesem Buch kritisch mit bestimmten Phänomenen im akademischen Betrieb um. Ich will gar nicht auf die Details gehen, aber in den 90er Jahren kannte man dieses Buch und man kannte im Zweifel auch diesen Film. Heute wäre dieser Film oder dieses Buch möglicherweise schon nicht mehr so ganz political correct, weil Schwanitz war durchaus ein Kritiker einer Entwicklung an den Hochschulen, deren Ergebnis wir aktuell durchaus zementiert vorfinden, nämlich, dass es bestimmte Strukturen geben muss, die Gleichheit realisieren und diese stark institutionalisierte Regulierung von Gleichheitsfragen, insbesondere, das nimmt er sich hier besonders zur Brust, das Phänomen der Gleichstellungsbeauftragten an der Universität, das war so ein Phänomen, das er kritisch hinterfragt hat, wäre wohl heute eher ein Buch, das wohl nicht mehr verfilmt würde, das heute sehr kritisch betrachtet wurde. Sein zweites Buch, auf das ich hier hinweisen will, ist ein Nachfolgebuch, Der Zirkel. Der geht genau in den Bereich, den wir eben gerade besprochen haben, nämlich die Frage des Plagierens. Bezieht sich auch auf die Situation in der Nachwendezeit und das Phänomen, dass massenhaft Leute aus den Geisteswissenschaften in die Archive der DDR-Universitäten gegangen sind, dort uralte und frühe Dissertationen ausgebuddelt haben und daraus neue Monographien, neue Dissertationen gebastelt haben. Ob das nun tatsächlich ein dauerhaft und massenhaft vorkommendes Phänomen gewesen ist, sei hier an dieser Stelle dahingestellt. Es gibt dazu keine empirischen Untersuchungen. Aber auf jeden Fall ist das der Aufhänger dieses Buches, Der Zirkel. Aber auch das Buch ist allenfalls ein Übergang zu dem, was uns jetzt hier interessiert, nämlich er hat ein drittes großes Buch geschrieben, geradezu ein Buchprojekt, ein Mammutprojekt, in dem er versucht hat, den Kanon dessen festzuschreiben, was wir unter dem Begriff der Bildung verstehen dürfen. Und hier gibt es vor allem drei ganz wesentliche Zugänge, nämlich Geschichte,
Philosophie und Literatur. Auch Kunst und Musik behandelt er noch, aber vor allem diese drei Perspektiven sind bei ihm sehr zentral in den Vordergrund getreten. Und seine Geschichte aus diesem Bildungskanon wurde auch separat veröffentlicht, nämlich die Geschichte Europas. Und jetzt haben wir den Bogen endlich geschafft. Der erste Satz oder einer der ersten Sätze gleich bei der Frage dessen, was die europäische Kultur eigentlich auszeichnet, ist, dass er nur von zwei Quellen der europäischen Kultur ausgeht, nämlich von der in Israel und der in Griechenland. Unsere Kultur ist ein Zweistromland, so heißt es da, und wird von zwei Flüssen bewässert. Die Quelle des einen sprudelt in Israel, die des anderen in Griechenland. Warum muss uns das interessieren und warum ist das der Ausgangspunkt für eine alternative Geschichte der Rechtswissenschaft? Ganz einfach, weil wir ja gesehen haben, die enge Auffassung sieht ja ihren Ursprung in Rom und in der römischen Rechtswissenschaft. Also bis heute wird man finden, dass Rechtswissenschaft, wo sie ihren Ursprung hat, wird immer gesagt werden in Rom. Weil die römische Rechtswissenschaft und damit das römische Recht beispielgebend für alle weitere Entwicklung der Rechtswissenschaft geworden ist. Und hier nun aus dem Kontext der alternativen Perspektive stellt sich die Frage, gibt es denn wirklich nur diese eine Quelle für die Rechtswissenschaft, nämlich das römische Recht und die römische Rechtswissenschaft, oder gibt es noch zwei weitere Zugänge? Und Schwanitz sagt hier sehr klar, ja, natürlich, nämlich Rom interessiert uns gar nicht, sondern Rom ist, was Kultur anlangt, im Kern abhängig gewesen, immer von diesen beiden Quellen, nämlich von der israelischen Quelle und von der griechischen Quelle. Und es ist sicherlich kein großes Rätsel, die Frage zu beantworten, was verbirgt sich denn hinter der griechischen und der israelitischen Quelle, wenn wir auf die Fakultäten schauen und auf die Wissenschaft. Dann werden wir relativ leicht erkennen können, was nämlich, jemand eine Ahnung? Wir erinnern uns, die vier Fakultäten, Medizin, Theologie, Philosophie, Jurisprudenz. Sagen wir, die Jurisprudenz hat ihre Quelle in Rom, wie wir ja deutlich sehen bei der Justitia an unserem Universitätshauptgebäude, die die 12 Tafeln trägt, ganz bewusst in den Ursprung nach Rom versetzt. Aber wie sieht es aus, wo ist der Ursprung der Theologie? Wo ist der Ursprung der Philosophie? Und damit sehen wir, dass dieser alternative Zugang zur Rechtswissenschaft eben diese beiden Quellen mit einbindet. Die Quelle der Theologie und die Quelle der Philosophie. Ich vermute, bin aber nicht sicher, dass Schwanitz den Heinrich Graetz gelesen hat. Heinrich Graetz, ein beeindruckender Wissenschaftler, hat ein fundamentales Werk über die Geschichte der Juden geschrieben, das mittlerweile auch nochmal neu aufgelegt ist und über 15 Bände beinhaltet. Ursprünglich waren es 3 dicke Bände. Und hier geht Heinrich Graetz auch ganz klar aus, und hier wird es nochmal deutlicher, was wir bei Schwanitz finden. Welchen Ursprung hat denn die Höhe der Gesittung, deren sich die Kulturvölker der Gegenwart rühmen? Sie sind nicht selbst die Erzeuger dieser Gesittung, sondern die glücklichen Erben, die mit der Hinterlassenschaft aus dem Altertum gewuchert und sie vermehrt haben. 2 schöpferische Völker waren die Urheber der edlen Gesittung, die den Menschen aus dem Urzustand der Barbarei und der Wildheit emporgetragen haben. Das Hellenische und das Israelitische. Ein drittes gibt es nicht. Das lateinische Volk, also Rom, ja, hat nur eine strenge Polizeiordnung und eine ausgebildete Kriegskunst geschaffen und überliefert. Schöpfer und Gründer der höheren Kultur waren die Griechen und Hebräer ganz allein. Das ist im Grunde also die gleiche Aussage, die wir bei Schwanitz finden, für seinen Bildungskanon und die Geschichte Europas. Wo kommt also die höhere Kultur her? Aus Griechenland und aus Israel, nicht aus Rom.
Aus Rom kommt nur eine tolle Polizeiordnung und eine wunderbare Kriegskunst, die die Römer befähigt haben, ganz oder halb Europa zu erobern. Und aber nicht etwas, was für die höhere Kultur relevant gewesen sein soll. Ich will das gar nicht im Detail kritisieren oder diskutieren. Und ob die Römer noch welchen Beitrag und so weiter, die römische Kultur und was ist von denen eigenständig und was ist von den Griechen abhängig gewesen und so weiter. Die Diskussion kann man führen, ist aber müßig. Mir geht es hier tatsächlich um die Verdeutlichung dessen, dass nun für unsere Frage der alternativen Beschäftigung mit Recht eben nicht alleine das römische Ursprungsland relevant ist und die römische Ursprungskultur, sondern nun auch der Blick auf Griechenland und Israel, das heißt auf Theologie und Philosophie, ganz relevant wird. Das heißt, zwei Quellen aus dieser Perspektive, nämlich Jurisprudenz, müssen wir denken als Verbindung mit Philosophie und Theologie. Wenn wir also diese Aussagen von Schwanitz nicht in diesem Maße verabsolutieren wollen, sondern denken, okay, wenn das die Quellen sind für die abendländische Entwicklung und die Jurisprudenz daran teilhaben soll, dann müssen wir an die Wurzeln der israelitischen, der jüdischen Kultur und der griechischen, der philosophischen Grundlegung. Und das ist das, was uns interessiert. Insoweit können wir eben zwei andere Traditionslinien ausmachen, die eben nicht in Rom ihr Beginn haben, sondern in Griechenland und eben in Israel. Und das bedeutet eben den Zusammenhang von Recht und Philosophie auf der einen Seite und Recht und Theologie auf der anderen Seite. Ich will die Frage Recht und Theologie hier nicht zu sehr vertiefen, sondern mich im Folgenden gleich auf diesen ersten Punkt, nämlich Recht und Philosophie, etwas stärker konzentrieren. Aus den Gründen, die uns mehr oder weniger mit Kant aufgegeben sind. Ich will aber ganz kurz was zu Recht und Theologie sagen, bevor wir uns dann auf Recht und Philosophie konzentrieren. Also in der Tat gibt es eine enge Verbindungslinie zwischen Religion und Recht, schon immer. Manche würden sogar davon ausgehen, dass der Ursprung alles Rechtsdenkens einen religiösen Grund hat. Und das, glaube ich, ist auch richtig. Ja, ich habe ja in der Rechtsgeschichte schon was dazu gesagt, die Reflexion über den Tod ist nicht nur ein religiöses Thema, sondern es ist zugleich eben ein Thema, das zur historischen Reflexion anhält und zu den ersten Geboten und zu ersten Normen geführt hat. Und das erste Gebot war, beerdige deinen Angehörigen, damit er in das Reich der Toten gehen kann. Ansonsten wird er als Zombie, als Untoter ewig durch die Gegend laufen. Und das ist kein guter Zustand. Ja? Also ein Gedanke, den wir ja auch in modernen Filmen häufig finden, bei denen also irgendwas immer noch getan werden muss, damit ein Verstorbener endlich seine Ruhe finden kann. Ja. Dieser Gedanke ist also alt. Aber es gibt noch eine spezielle Verbindung, gerade wenn wir den Begriff des Rechts mit Israel verknüpfen, denn diese Verbindung von Recht und Religion ist natürlich gerade in der jüdischen Tradition besonders eng. Die Tora ist im Grunde ein Gesetzbuch, ja, für den jüdischen Kontext. Die Tora ist ein Gesetzbuch, so wie auch der Koran aus islamischer Perspektive natürlich ein Gesetzbuch ist, weil dort Regeln drinstehen, wie man sich richtig zu verhalten hat. Und damit, wenn ich also Schriftreligionen habe, wie etwa Islam oder hier eben dann die jüdischen Kontext, die Tora, dass ich also bei der Schriftauslegung genauso agiere wie ein Jurist auch mit dem Corpus Juris Civilis. Darauf hatte ich ja letztes Mal schon hingewiesen, dass es also da durchaus enge Verbindungen gibt. Schriftgelehrsamkeit gibt es sowohl bei der Theologie als auch bei der Jurisprudenz und deswegen gibt es hier eben diese ganz enge Verbindung. Die zweite wichtige Verbindung ist dann für das Mittelalter relevant geworden. Also insbesondere mit der Stärkung des Papsttums und dem Suprematieanspruch aus Rom dann wieder auch, ja, der katholischen Kirche für Westeuropa, ist
eine enge Verbindung zwischen dem Recht und der Theologie oder zwischen Recht und Kirche dadurch entstanden, dass natürlich immer dort, wo eine Institution selber eine Macht ist und Gewalt ausübt, so etwas wie eine Bürokratie sich entwickelt, und jede Bürokratie braucht Rechtsregeln. Und jede Regelung des kirchlichen Lebens braucht Regeln. Rituale brauchen kirchliche Regeln oder feste Regeln, nach denen Rituale vollzogen werden und so weiter. Und insoweit gibt es diese enge Verbindung zwischen katholischer Kirche und Jurisprudenz von Anfang an. Ich hatte ja letztes Mal darauf hingewiesen, dass das Corpus Juris Civilis so im Zentrum stand. Für die Kirchenleute war damit eben auch die besondere Verbindung zwischen Kirchenrecht und Jurisprudenz gegeben. Die Kirche selber brauchte auch ausgebildete Funktionäre, würde ich mal neudeutsch formulieren, Funktionäre, die das Recht umsetzen und die Institution Kirche am Laufen hielten. Und der Begriff für diesen ganzen Bereich des kirchlichen Rechts ist das sogenannte kanonische Recht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die enge Verknüpfung zwischen Recht und Kirche und damit eben Recht, Jurisprudenz und Theologie ist institutionell begründet. So wie es Adolf von Harnack in seiner Dogmengeschichte auch klar geschrieben hat, nicht um Theologie war es ihnen zu tun, sondern als Römer um die Ausbildung des Rechts. Die großen Päpste waren Mönche, das ist also die theologische Perspektive und Seite. Ja, sie sind also in erster Linie Mönche und Theologen, aber sie sind zugleich auch Juristen. Die juristisch-wissenschaftliche Behandlung aller Funktionen der Kirche wurde die höchste Aufgabe. Das Studium des Rechts übte einen ungeheuren Einfluss auf die denkende Betrachtung der Kirche in der ganzen Breite ihrer Existenz aus. Das hat natürlich seine Gründe. Ich will nur auf einen ganz grob hier eingehen, weil das gehört sonst alles komplett in die Rechtsgeschichte und hier insbesondere dann die Kirchengeschichte auch. Das hat vor allem einen Grund. Das Recht ist wichtig vor allem für diejenigen, die nicht in dem Maße Gewalt und Stärke haben. Wenn ich mich also auf das Recht berufen kann, dann habe ich eine Legitimation gegenüber dem Stärkeren, kann mich also ins Recht setzen und den anderen ins Unrecht setzen. Und umgekehrt, wenn ich denn, das ist vor allem ja dann für die Kirche im späteren Abschnitt der Kirchengeschichte, wo die Kirche eben recht stark geworden ist, auch institutionell und von der Gewalt her als weltliche Macht agierte, dass dann die Kirche auf der Basis des Rechts ihre Ansprüche und ihre Durchsetzung von Gewalt immer auch legitimieren konnte. Ja? Also diese beiden Seiten sind relevant für die Beschäftigung mit dem Recht. Ich habe eine Legitimation gegen denjenigen, der mir gegenüber Gewalt anwenden will. Ich kann also meine Position dem anderen gegenüber durchsetzen, wenn ich klare Rechtspositionen besetzen kann. Und umgekehrt, wenn ich in der Lage bin, Gewalt auszuüben, kann ich die Ausübung meiner Gewalt eben durch Recht legitimieren. Recht, also hier auch schon von vornherein institutionell gedacht, hat eben eine enge Verbindung zur Theologie, vor allem aus der weltlichen Perspektive, der Durchsetzung von moralischen Ansprüchen in der Gesellschaft. Ja? Wenn ich mich auf das kanonische Recht berufen kann oder auf das kirchliche Naturrecht berufen kann, dann habe ich eine starke Position bei der Durchsetzung meiner Vorstellung von dem, was richtig ist. Auch das ist in diesem Stück Gott deutlich geworden, das ja bei Schirach nicht zufällig Gott heißt, denn unabhängig von der Frage der Gewaltausübung als kirchlicher Instanz, in der Gegenwart ist das ja relativ bescheiden. Wir haben einen säkularisierten Staat, die Kirche kann man noch ernst nehmen oder andere, und viele nehmen sie nicht mehr in dem Maße ernst, wie sie einst als historische Größe ernst genommen wurde. Und das bedeutet, dass von der Kirche ausgehende Moralvorstellungen bis heute aber gleichwohl in die Gesellschaft natürlich hineinwirken. Und deswegen hat
Schirach sein Stück ja in doppelter Hinsicht Gott genannt. Einmal, wenn jemand begehrt, selber zu sterben, dann übernimmt er plötzlich eine Aufgabe, die vorher tatsächlich allein Gott vorbehalten war. Nämlich zu entscheiden, ob jemand in dieses Leben tritt, vom Moment der Geburt an, und wann er aus diesem Leben wieder ausscheidet. Das war ganz klar kirchliche Lehre, eine göttliche Entscheidung. Dass wir auf dieser Welt sind, ist, wir können es säkularisiert als Schicksal bezeichnen. Ansonsten in einem theologischen Kontext ist es immer, wir sind von Gott in diese Welt gebracht und gesetzt worden. Und damit eben haben wir eine Aufgabe und wir müssen die ganze Zeit in unserem Leben fragen, welche Aufgabe haben wir denn? Ja. Und das ist der Grundgedanke der Tugend der Lehre aus diesem theologischen Kontext heraus, zu fragen, was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Gott, was hast du mir aufgegeben? Ja? Und sich dann selber aus dieser Welt herauszustehlen durch Selbsttötung, ist absolut unmoralisch. Ja? Man setzt sich selbst an die Stelle Gottes. Also, das heißt, die Beschäftigung und die Verbindung von Recht und Theologie ist nach wie vor eine starke, mittlerweile keine große institutionelle Problematik mehr in der Neuzeit, in der säkularisierten Gegenwart, insbesondere wo die Unterstützung der Kirchen immer weiter abnimmt, also in der Bevölkerung. Aber die Vorstellungen, die kirchlich gewachsen sind und theologisch eben diskutiert über die Jahrhunderte und als Dogmen mehr oder weniger über die Zeiten gebracht wurden, haben die Gesellschaft immer geprägt und sie prägen die Gesellschaft bis heute. Ernst Wolfgang Böckenförde, ein großer Staatsrechtslehrer und Verfassungsrichter, hat das mal auf die Formel gebracht, das sogenannte Böckenförde-Diktum, dass der freiheitliche Rechtsstaat von Voraussetzungen lebt, die er nicht selber schaffen kann. Klingt kompliziert. Meint aber nichts anderes als, dass wir das Recht, so wie es ist, nicht dadurch stützen können, dass wir Gerichte schaffen, wenn in der Gesellschaft die Basis wegbricht, die ein Verständnis für diese Rechtsnorm noch mitbringt. Ja? Also wenn in der Gesellschaft die Vorstellung wegbricht, dass das Selbsttötungsverbot begründet ist aus moralischen Gründen und dann eben auch rechtlich dadurch abgesichert wird, dass eine Beihilfe zur Selbsttötung bzw. eine Tötung auf Verlangen strafbar ist, dann begreife ich, dass das alles in einem gesellschaftlichen Kontext eine lange historische Tradition der moralischen Diskussion hinter sich hat. Ja? Und wenn sich ein entsprechender Umbruch in der Gesellschaft vollzieht, dann muss man sich von solchen Vorstellungen Stück für Stück erst lösen. Aber so lange ist natürlich der Einfluss von Theologie auf das Recht bis heute bestehend. Die Frage ist, was wird an die Stelle gesetzt? Das ist die Frage, die Böckenförde aufgeworfen hat. Was kommt an die Stelle des christlichen Glaubens und des christlichen Moralkontextes an die Stelle? Was wird daran gesetzt? Ja? Hüllt eine Gesellschaft dann komplett aus? Das ist eine komplizierte Frage, der werden wir uns widmen müssen im Rahmen der Rechtsphilosophie. Ich will die hier nur kurz andeuten und mich jetzt auf diesen zweite Quelle, auf den zweiten Strang, die griechische Philosophie und den Einfluss der griechischen Philosophie auf die Jurisprudenz diskutieren.